uns noch die Gutenberg-Produktionsfunktion anschauen. Wir haben alles vorbereitet, was wir dazu benötigen. Die Gutenberg-Produktionsfunktion, noch einmal zur Erinnerung, das ist schon ein paar Videos her, könnten wir so einordnen, dass es eine limitationale Produktionsfunktion ist, wo wir untersuchen, wie wir einen Gebrauchsfaktor einsetzen und entsprechend mit Verbrauchsfaktoren kombinieren, um eine bestimmte Ausbringungsmenge herzustellen. Es geht also hier vor allem um den Gebrauch von Gebrauchsfaktoren. Man könnte sich eine Maschine beispielsweise darunter vorstellen, vielleicht ein Fahrzeug, was mit einer bestimmten Intensität betrieben werden kann und dann bestimmte Kilometer als Auslieferung praktisch von Waren oder so fahren müsste. Ja, wie könnten wir uns das erarbeiten, diese Gutenberg-Produktionsfunktion? Ich gehe mal hier wieder von einem Beispiel aus, um ganz mutig vom Speziellen aufs Allgemeine zu schließen, aber ich glaube, es ist einfach so zum Verständnis her leichter. Und ja, wir brauchen für dieses Beispiel eine Stückkostenfunktion. Eines Aggregats nennt man das. Dieses Aggregat könnte jetzt eine Maschine sein. Sie können sich meinetwegen einen Traktor vorstellen, der das Getreide vom Bauern eben ausliefern muss an eine Mühle oder irgend so etwas. Und dieses Aggregat, diesen Traktor kann man betreiben mit unterschiedlicher Intensität. Stellen Sie sich vielleicht vor, dass Sie den mit unterschiedlicher Geschwindigkeit fahren. Also ist jetzt kein Mehrganggetriebe oder so, sondern nur ein Gang. Und entweder fahren Sie ein bisschen schneller oder Sie fahren ein bisschen langsamer. Das wäre dann die Intensität der Nutzung. Und für diese Intensität der Nutzung gebe ich schon vor eine Stückkostenfunktion. Die Stückkosten, hatten wir gesagt, sind die Gesamtkosten durch die Menge, die Ausbringungsmenge. Die Ausbringungsmenge in meinem Beispiel wären die gefahrenen Kilometer. Die Gesamtkosten sind dabei die Kosten, die für den Treibstoff vielleicht entstehen. Ja, und die Stückkosten sind dann sozusagen die Kosten pro gefahrenen Kilometer oder pro gefahrenen 100 Kilometern oder je nachdem, wie Sie das, welche Dimension Sie da als Maßstab nehmen. Und diese Funktion, die sei uns bekannt, die ist technisch gegeben mit x² minus 10x plus 150. Ja, was ist dieses x, worüber ich hier gerade gestolpert bin? Dieses x ist jetzt die Intensität der Nutzung des Aggregates. Also wenn Sie so wollen, die Geschwindigkeit, mit der Sie fahren oder die Umdrehungen des Motors oder so etwas. Und für diese Intensität haben Sie auch eine technische Bandbreite, ein Intervall, das Sie ausnutzen können. Und die Intensität liegt zwischen 0 und 10 bei mir. Wir können uns auch nochmal, um das so ein bisschen uns zu verdeutlichen, die Dimensionen für die Intensität verdeutlichen. Das sind also Ausbringungseinheiten, Mengeneinheiten. Durch Zeiteinheiten wäre meine Intensität. Also vielleicht Kilometer pro Stunde in meinem Beispiel. Ja, was wir noch als Variable benötigen, ist jetzt hier T für die Zeit der Nutzung des Aggregates. Ich kann also mit meinem Traktor vielleicht eine Stunde fahren, ich kann vielleicht auch zwei Stunden fahren. Und ich habe dafür vielleicht auch ein gewisses Intervall zur Verfügung. Grenzen, ich sag mal hier maximal 8 Stunden kann ich damit fahren. Die Dimension kann uns ja auch jetzt egal sein. Ja, wichtig ist, es sind Zeiteinheiten. Ja, unsere Produktionsfunktion wäre dann, m, die gefahrenen Kilometer, ist gleich x mal
t. Wenn Sie sich das anschauen, x hat die Dimension Mengeneinheit pro Zeiteinheit, t die Dimension Zeiteinheit, hätte also unser m jetzt tatsächlich die Dimension Mengeneinheiten, so wie wir das auch möchten. Das ist also eine ganz einfache Produktionsfunktion, Intensität mal Zeit, und das ist dann die Ausbringung, die dabei entsteht. Ja, wo ist jetzt unser Verbrauchsfaktor geblieben? Der Verbrauchsfaktor, der steckt in dieser Stückkostenfunktion k durch m mit drin. Denn die Stückkosten entstehen eben gerade durch den Verbrauch des Verbrauchfaktors, also hier des Diesels oder des Benzins oder des Treibstoffs allgemein. Ja, wie könnten wir jetzt vorgehen, wenn wir das Ziel haben, das habe ich mal hier ganz unten hingeschrieben, herauszubekommen, mit welcher Kombination von Intensität und Zeit wir eine ganz bestimmte Ausbringungsmenge herstellen wollen. Wir haben ja gesagt, das ist eine limitationale Produktionsfunktion. Ich muss eine ganz bestimmte, effiziente Möglichkeit haben, jetzt hier diese m gleich 56 herzustellen. Vielleicht für unser Traktorbeispiel innerhalb eines Tages, das ich hier zur Verfügung habe, eine 56 Kilometer entfernte Mühle zu erreichen, um da zwei Hänger voll Getreide abzuliefern. Wie schnell muss ich fahren und wie lange muss ich fahren? Also wie ist die Intensität und wie ist die Zeit? Um diese Frage beantworten zu können, müssten wir uns erst einmal damit auseinandersetzen, wie unser Aggregat technisch funktioniert. Dazu müssten wir das Stückkostenminimum erst einmal herausbekommen. Wir wollen also herausbekommen, bei welcher Geschwindigkeit meines Traktors verbrauche ich denn am wenigsten Treibstoff. Und dazu könnte ich meine Stückkostenfunktion k durch m, die ja eine Funktion von x ist, das könnten wir hier auch nochmal so hinterschreiben, um es wirklich zu verdeutlichen, nach x ableiten. Ich schreibe hier mal Strich und schreibe es auch nochmal so mathematisch auf. Ich würde also die Funktion k durch m nach x ableiten, so als Differentialquotient, damit man auch noch sieht, wonach leite ich das eigentlich ab. Und ja, formal ist das leicht abzuleiten. X² ist die Ableitung 2x, minus 10x ist die Ableitung minus 10 und die 150 fällt beim Ableiten weg. Ja, damit haben wir schon unsere Ableitung der Stückkostenfunktion, und wenn wir ein Minimum suchen, dann muss diese Ableitung notwendigerweise gleich 0 sein. Das ist so ein Grundreflex, immer wenn Sie ein Optimum suchen, dann leiten Sie die Funktion ab und setzen die Ableitung 0. Und das Argument, was diese Ableitung gleich 0 erfüllt, ist dann Ihr gesuchtes Optimum. Hier wäre unser x-opt gleich 10 durch 2 ist 5. Wir können uns das grafisch auch nochmal anschauen. Hier und da habe ich gerade noch ein bisschen Platz. Also diese Stückkostenfunktion k durch m, die würde ich hier an der Ordinate abtragen. Und x, unser Argument, auf der Abszisse. Und dann ist die so ein bisschen konvex gekrümmt. Und das erkennen Sie so ein bisschen an diesem x². Das habe ich ja jetzt hier Ihnen einfach schon vorgegeben, so ein bisschen untergeschummelt. Solche konvex gekrümmten Stückkostenfunktionen haben Sie aber aus technischen Gründen sehr oft auch in der Wirklichkeit. Also Sie kennen das vielleicht auch mit Ihrem Fahrzeug, das ist so ausgelegt, dass wenn Sie so vielleicht mit 2000 Umdrehungen Ihren Motor betreiben, dann sind die Benzinkosten pro 100 Kilometer am geringsten. Wenn Sie übertourig fahren, dann werden die Benzinkosten höher, aber auch wenn Sie untertourig fahren, werden sie höher. Und genau das drückt sich hier in dieser U-förmigen Stückkostenfunktion aus. Ja, unser x kann ja Werte annehmen zwischen 0 und 10. Das wären hier unsere Intervallgrenzen. Und was haben wir jetzt gemacht? Wir haben uns den Anstieg angeschaut und uns zunutze gemacht, dass da, wo der Anstieg gerade 0 ist, der Anstieg ist ja die erste Ableitung, dass dort unsere Stückkosten eben am kleinsten sind, dass dort der Scheitelpunkt dieses Us ist. Und das ist bei 5 der Fall gewesen, das ist unser x-Opt, was wir dort ausgerechnet haben. Gut, wenn wir das wissen, dann können wir uns überlegen, wie wir unser Aggregat betreiben. Und zwar würden wir zunächst versuchen,
mit dieser optimalen Intensität unser Aggregat zu betreiben, weil dort ja die Kosten pro Stück am kleinsten sind und dann auch für eine bestimmte Anzahl von Ausbringungsmenge noch am geringsten sind. Also ich versuche, diese technischen Vorteile x gleich 5 so gut es geht zu nutzen. Diesen Bereich, in dem ich das so nutzen kann, nennen wir das Intervall der zeitlichen Anpassung. Hier legen wir also x sozusagen fest auf xopt allgemein und in unserem Falle auf 5. Wenn wir jetzt unterschiedliche Mengen herstellen wollen, dann können wir das tun, indem wir unser Aggregat kürzer oder länger betreiben, also indem wir die Zeit variieren. Wir können unsere Zeit hier variieren zwischen 0 und 8, das ist technisch vorgegeben. Ja, nun können wir uns überlegen, welche Mengenintervalle wir mit diesen Grenzen eben entsprechend herstellen können, weil wir ja wissen, wie unsere Produktionsfunktion ist. Die ist einfach x mal t. Wenn ich jetzt für x immer 5 einsetze, dann kann ich für t die untere und die obere Grenze einsetzen. 0 mal 5 ist 0. Ich kann nichts produzieren. Das würde auch sein, indem ich einfach meine Maschine nicht anschalte. Und ich kann jetzt aber maximal, wenn ich meinen Intensitätsregler auf 5 eingestellt habe, 5 mal 8 produzieren und das sind 40. In diesem Intervall würde ich immer mit der optimalen Intensität arbeiten. Wenn ich also den Auftrag habe, irgendetwas zwischen 0 und 40 Kilometer zu erreichen, würde ich mit meinem Traktor 5 Kilometer die Stunde vor mich hin tuckern und entsprechend die Zeit anpassen. Dann habe ich die geringsten Kosten für meinen Treibstoff. Nun kann es ja aber sein, dass ich höhere Ausbringungsmengen herstellen will, mehr als 40. Das leistet mein Aggregat ja auch. Ich kann es nur nicht mehr mit der optimalen Intensität betreiben, sondern ich muss eben aufs Gaspedal treten. Und das können wir uns vorstellen, dass wir sozusagen diesen rechten Ast hier unserer Stückkostenfunktion noch ausschöpfen, die Möglichkeiten, die da drin stecken. Wenn wir diese Möglichkeiten ausschöpfen, würden wir aber immer versuchen, die Intensität so wenig wie möglich zu erhöhen, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich, weil mit jeder höheren Intensität, Sie sehen es hier, je weiter ich mich hier nach rechts bewege, auch meine Stückkosten steigen. Also versuche ich die Intensität so wenig wie möglich zu erhöhen und das kann ich nur schaffen, wenn ich meine verfügbare Zeit vollständig ausschöpfe. Ich würde jetzt also die Zeit auf die Maximalzeit festlegen und die ist in unserem Falle gleich 8. Alle Produktionsmöglichkeiten, die nach dieser Methode noch zur Verfügung stehen, nennen wir das Intervall der intensitätsmäßigen Anpassung. Wir passen jetzt also unsere Intensität an und zwar würde ich die in meinem links in der kleinen Skizze gezeichneten Bereich, rot gezeichneten Bereich, zwischen xopt und xmax entsprechend anpassen. Bei uns ist das xopt ist 5 und xmax ist 10. Würde ich also zwischen 5 und 10 meine Intensität entsprechend anpassen, je nachdem, wie viel ich produzieren will oder wie weit ich fahren will in meinem Beispiel. Wenn wir jetzt unsere Möglichkeiten versuchen auszutesten, also welche Mengenintervalle können wir herstellen. Und dann sehen wir ja, wenn ich für x gleich 5 und t gleich 8 einsetze, dann würde das jetzt hier bei 40 beginnen. Das muss ja auch so sein. Muss ja nahtlos irgendwie übergehen in den nächsten Bereich. Meistens macht man hier so, dass er nicht mit drin ist, weil er auf der, bei der zeitlichen Anpassung schon mit drin ist. Ja, und wie viel kann ich jetzt maximal produzieren? Ja, mit maximaler Intensität und maximalem Zeiteinsatz kann ich 10 mal 8 sind 80 Mengeneinheiten produzieren. Das wäre unser Intervall der intensitätsmäßigen Anpassung. Jetzt wissen wir genau, wie wir
produzieren müssten, wenn wir eine gegebene Menge herstellen wollen. Und jetzt habe ich hier mal einfach die Menge 56 vorgegeben, möchte wissen, wie ist jetzt Zeit und Intensität. Und da könnten wir uns ganz einfach die Gedanken machen, m gleich 56 entspricht der intensitätsmäßigen Anpassung. Weil eben die 56 zwischen 40 und 80 liegt und nicht zwischen 0 und 40. Und wenn ich weiß, dass ich intensitätsmäßig angepasst produzieren möchte, dann weiß ich auch schon, dass T die Maximalzeit ist, die mir zur Verfügung steht, in diesem Falle gleich 8. Das wäre dann unser T-Sternchen. Ich müsste also mit meinem Traktor die gesamten 8 Stunden vor mich hintuckern. Fraglich ist, wie schnell muss ich dann fahren? Ja, und das fällt uns dann auch leicht auszurechnen, wenn wir unsere Produktionsfunktion nach x umstellen. Dann ist ja x gleich m durch t und x Stern ist dann m durch t Stern. M ist vorgegeben mit 56, könnten wir einsetzen. T haben wir uns gerade ausgerechnet mit 8. Und dann wissen wir, wir müssten mit 7 km/h hier vor uns hertuckern. Das wäre dann hier die beste Möglichkeit, eine Mühle oder was weiß ich, ein Ziel zu erreichen in 56 Kilometer Entfernung. Ich müsste also 8 Stunden mit 7 km/h pro Stunde, Kilometer pro Stunde, vor mich hinfahren und mein Getreide dort abliefern. Ja, also so funktioniert eine Gutenberg-Produktionsfunktion und ich hoffe, das ist so ein kleiner Einblick in die Gedanken, die man sich um produktionstheoretische Zusammenhänge machen kann.